Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, viel passiert ist jetzt hier gerade nicht. Was mir aber eingefallen ist, ich wollte, Moment, mit U war das, glaube ich, genau. Ich wollte nämlich das ganze Haus eigentlich verschieben. Jetzt muss ich mal schauen, wo sind wir denn hier? Könnten das eigentlich relativ mittig machen und dann vielleicht nach vorne noch rausbauen. Nehmen wir das Ganze hier so ein bisschen hinsetzen. Oh, jetzt haben wir unsere Sims rausgeworfen. Okay, dass das jetzt passiert, das wusste ich jetzt nicht. Ist das jetzt... Ja, ist eigentlich relativ mittig, oder? Dann nehmen wir den Briefkasten noch mit. Stellen ihn direkt mal vor die Tür. Ich glaube... dass die Sims jetzt einigermaßen dämlich gucken werden, weil die jetzt nicht mehr in der Wohnung sind. Moment, das legen wir mal hier auf dem Tisch drauf. Weil wenn ich das jetzt hier auf dem Boden liegen lasse, ich glaube, dann wird das jetzt gleich gar keiner mehr mitnehmen. Hallo, du sollst dich... Nein, du sollst in die andere Richtung drehen. Genau, dahin. So, dann können wir das nämlich so machen, dass ich hier erstmal mit der Zeit das Wohnzimmer etwas vergrößere. Und, wie ich das ja schon am Anfang gesagt habe, dass ich dann nach hinten raus so einen Balkon bauen kann. So, wir lassen jetzt erstmal... Oder habe ich noch... Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Gut, das Haus sieht jetzt natürlich von außen sowieso ein bisschen scheiße aus, weil wir jetzt alles so klobig gelassen haben. Was ich wohl auch gerne gemacht hätte... Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist... Ach, das kostet gar nichts. Ah, okay. Dann... Ja, eigentlich könnten wir die Farbe so lassen, oder? Die Farbe vielleicht? Das sieht ein bisschen komisch aus vielleicht. Was ist denn mit dem? Aber das sieht genauso aus. Das ist nur eckig unten und das ist halt rund unten. Aber das ist... Normalerweise das, was ich haben wollte. Also gehe ich mal stark davon aus. Ich hoffe es zumindest. Ist das jetzt... Nee, es ist nicht von allen... Ach so, das ist pro Dings hier. Pro Raum. Ich sehe schon. Warum das jetzt extra ist, verstehe ich jetzt nicht. Aber egal. Gut, dann ist das zumindest schon mal so, wie ich das haben möchte. So in etwa zumindest. Dass das so ein bisschen hochgestellt ist. Ich würde aber schon gerne... das ganze Haus einmal nach oben ziehen. Ja, das ganze Haus, glaube ich, kann ich gar nicht. Wenn ich den einzelnen Raum jetzt nach oben ziehe, kostet... Ah, nee, das ist doch alles. Kostet mich das was? Ja, okay, das kostet mich was. Aber das ist nicht ganz so schlimm, weil ich möchte das nämlich etwas höher haben. Hier flacht das mit dem Wasser ab. Das ist in Ordnung. Es soll ja halt auf dem... Achso, das hat er auch direkt hochgezogen. Ja, das ist... Ups, nein. Mein Fehler. Ich wollte hier gerade nichts drehen. Wo stand ich denn jetzt gerade drauf? Hilfe. So, das hat er auch direkt mit hochgezogen mit der Treppe. Das ist sehr schön. Das Einzige, was natürlich nicht schön ist, dass wir... das Haus so aussehen haben. Ich weiß nicht, wie teuer das ist, weil das stört mich ja doch ein bisschen irgendwo. Ich weiß nicht, ob wir so noch Holz... Paneele ist es nicht. Achso, Verkleidung, ja klar. Gibt es auch in verschiedenen Tönen. So ein Braun vielleicht? Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es gibt auch noch ein dunkles Braun, aber ich glaube, das ist dann wiederum zu dunkel. Oder so ein helles. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Licht aussieht. Ja, ich würde sogar sagen... Eigentlich würde ich gerne so ein ganz helles haben. Aber ich denke mal, dass ich das nicht finden werde. Wobei das jetzt eher so dieses Typische für am Wasser ist. Aber das finde ich dann auch wieder nicht ganz so schön. Ich würde sagen, ich nehme dieses helle 20. Okay, also so teuer ist es jetzt nicht. Das ist schon mal gut. Oh, hier hatte ich schon mal angefangen. Oh. Ja.
Ich würde eigentlich sogar fast sagen, dass ich das Helle schöner finde. Es tut mir leid. Meine alte Idee war sehr schön. Aber die möchte ich dann doch nicht mehr haben. So, mal schauen. Müssen wir hier noch die ganze Ecke machen? Ein bisschen Geld haben wir ja zum Glück, auch wenn es leider nicht so viel ist. Aber es kostet zum Glück nicht so viel. Also hier oben, ich möchte natürlich irgendwann auch mal ein Dach drauf machen. Aber im Moment ist mir das Dach ehrlich gesagt nicht so wirklich wichtig. Was mir allerdings wichtig wäre, wären natürlich noch Fenster, beziehungsweise hier, da muss ich jetzt mit aufpassen, damit ich hier nichts umfärbe, beziehungsweise hier noch eine Tür nach draußen. Ja, normalerweise müsste das eigentlich reichen, wenn ich da jetzt noch ein Dings dran setze, Kellertool. Terrasse. Ach, dann kann ich direkt die Terrasse. Okay. Okay, das war jetzt eine tolle, ich weiß. So, Moment. Machen wir erstmal eine kleine Terrasse, damit die nicht so viel kostet, weil ein bisschen was müssen wir. Oder ich mache das Wohnzimmer direkt größer. Also ich würde ja generell gerne noch ein bisschen anbauen. Ich möchte die Küche größer haben, dass da vielleicht noch ein Essbereich reinkommt. Ich möchte das Badezimmer mit der Zeit vergrößern. Schlafzimmer natürlich auch größer machen und sein Schlafzimmer vor allen Dingen auch größer machen. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich weiß nicht, wie teuer das wird, wenn ich das jetzt rüberziehe. Habe ich hier eigentlich einen Boden drin? Doch, das ist doch ein Boden, oder? Doch, das... Ups, nein. Ich habe aufs Falsche gedrückt. Das ist ein Boden. Okay, ich dachte gerade, das sah jetzt irgendwie so komisch aus. Ja. Wenn ich jetzt das Wohnzimmer vergröße. Mal eben schauen, wie viel würde ich denn... Oh nein, dann würden wir 400 ausgeben. Nein. Okay, das ist definitiv zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Okay, das muss ich später machen. Jetzt habe ich hier die Farbe wieder umgestellt. Welche waren das? Ist die hier? Ich glaube ja, ne? Okay, dann bräuchte ich aber natürlich auch irgendwas Schönes. Vielleicht das hier. Für draußen. Ich will ja nämlich, also ich mag es eigentlich nicht so, wenn da so die Fliesen sind, aber so ein schöner Balkon ist natürlich auch nicht verkehrt. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Draußen, genau, dann brauche ich jetzt erstmal was zum Sitzen. Ich hoffe, die sind nicht so, oh, die sind doch ein bisschen teurer. Vielleicht sollte ich, obwohl die Tische sind, glaube ich, noch teurer, ne? 210, oh Gott. Billigen kosten 50 bzw. 55. Das ist ein weißer. Ja, den können wir aber auch nehmen. Das ist ja im Endeffekt nur, damit sie sich da mal so ein bisschen hinsetzen können. Da können wir auch einen billigen Tisch nehmen. Das ist kein Problem. Oh, dann gibt es... Tisch. Quatsch. Einen billigen Stuhl. Entweder ein Schweinchen rosa. Da hätte ich jetzt eigentlich einen anderen Tisch für nehmen müssen für den, ne? Oh, der wirkt so riesig. Oh Gott. Also der Tisch ist wohl doch etwas kleiner. ja, oder wir nehmen erstmal den normalen Klappstuhl. Den können wir sogar auch in weiß machen. Aber der wirkt trotzdem so riesig irgendwie. Vielleicht sollte ich die Terrasse dann doch etwas nach vorne ziehen. Also ich werde auf jeden Fall erstmal zwei Stühle hier hinstellen. So. Ich brauche natürlich auch noch ein bisschen Geld für die Tür. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist mein Fenster hin? Hallo? Geht es euch noch gut? Das finde ich jetzt aber nicht nett. Was ist das denn jetzt? Das ist jetzt aber mies. Wieso ist mein Fenster hier weg? Vor allen Dingen war das so sauteuer. 235, dann habe ich ja fast kein, dann habe ich fast keins mehr, genau, kein Fenster mehr. Das ist jetzt aber eine Sauerei, dass ich die jetzt nochmal bezahlen muss. Also das ist jetzt echt assi.
Das kann ich euch sagen. Das tun wir jetzt nach draußen. Ich meine, die Wand, okay, das ist ja jetzt nicht so dramatisch, sage ich mal. Da haben wir... Welches haben wir denn da jetzt genommen? Das hier, glaube ich, ne? Das kostet jetzt nicht so viel. Aber, also das mit dem Fenster, das war jetzt echt assi. Jetzt habe ich kein Geld mehr für eine Tür wegen diesem blöden Fenster. Aber ich würde schon gerne Doppeltür reinmachen, damit es halt ein bisschen symmetrischer aussieht. Und die krieg ich... Oh, Moment. Ich krieg eine von 50. So, ich würde eine kriegen, aber da ist irgendwas davor. Ach, das sind die Stühle, glaube ich, ne? Mist. Und wenn ich das jetzt nach vorne ziehe, bin ich schon wieder 78 los. Ja, super. Ja, aber geht ja nicht anders, ne? Geil. Also das ist jetzt richtig assi, dass ich das jetzt doppelt bezahlen musste mit dem. Also einmal hatte ich ja das Fenster schon bezahlt und dass ich das jetzt nochmal. Das ist jetzt richtig, richtig, richtig assi. Oh, was steht. Ah nee, steht nicht auf dem Boden. Ich dachte gerade schon. Ja, das ist jetzt echt gemein. Grundsätzlich ist es aber ganz schön. Ist jetzt wieder live. Ja. Ihr dürft gerne wieder reingehen, Leute. Oh ja, umarmt euch erstmal. Ihr habt es geschafft. Oh, ihr Süßen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt jetzt das Haus viel schöner gemacht. Ihr habt das jetzt alles ein bisschen anders hingestellt. Und jetzt muss ich hier mal gucken. Da ist ein großes Fenster. Ich glaube, ich lasse den Schrank schon auf dieser Seite, weil sie ja schon den Blick nach draußen, glaube ich, braucht. Also eigentlich, sie will ja in der freien Natur sein. Aber sie braucht den Blick nach draußen. Ach so, Moment. Nee, jetzt bin ich falsch. Den... Hallo? Bett? Aber das Bett kann ich doch benutzen, wenn ich das jetzt hier in die Ecke stelle, oder? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen verwirrt. So, dann machen wir es jetzt weiter. Ich speichere das mal eben ganz schnell, weil ich nämlich noch hier weg wollte eigentlich. Wobei, wir haben jetzt Samstagnacht. Och, die Katze schläft jetzt auch hier draußen. Es tut mir so leid, Miezi. Beziehungsweise Sabrina. Was macht er denn hier, der Gute? Oh, was hat sie denn hier gefangen? Ach so, Freundschaft mit einem Krebs geschlossen. Oh, schade, den sieht man nicht mehr. Oh, ist das schön. Die Wärme von Sulani. Weil die Inselkultur gewürdigt wurde. Morgane wurde vorübergehend mit der Wärme von Sulani beschenkt, wodurch sie eine Affinität für Liebesangelegenheiten entwickelt hat. Oh. Sie ist in der frischen Luft. Ja, das ist alles klar. Und wenn sie jetzt Liebes... Komm, verführerisch. Du bist jetzt verführerisch. Schnapp ihn dir. Na los. Mädel? Um dich kann ich mich nicht kümmern. Ich muss mich um meinen Ehemann kümmern. Schatz, ich bin jetzt verführerisch. Tib-tib, Das nennt die verführerisch, okay. Raza, Urizap. Oh, er setzt sich schon hin. Er wartet jetzt, glaube ich, was. No, come on. Aha. Das nennt die dann... Okay. Nulitz begorbene, bejarful masplimba, jabo, schalbo, schalmakorbif. Oh, zum Küssen müssen sie woanders hingehen. Yes, ein filmreifer Kuss. Barner's a torque. Parasa. Yalzef Boyki. Und er lenkt sich hier gerade ab, indem er so tut, als ob er ein Buch liest, aber grinst sich ja dabei einen ab. Tokibu, Dafuni Marie. Kuss der Meerjungfrau. Oh Gott, ich will glaube ich gar nicht wissen, was das ist. Henbei. Yishla Henbei. Ach ja. Oh, Ixel. Bansaba. Jake hat neue Fischspezies. Bestimmt. Hallo? Du bist hier romantisch mit deiner Frau und du bestimmst eine neue Fischspezies. Jetzt willst du mich verarschen.
ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich kümmere mich jetzt um die Katze. Die würdigt wenigstens, wenn ich ihr liebevolle Streicheleinheiten gebe. Oder sie versteckt sich unter der Couch. Was war denn das gerade? Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt willst du dich auch um die Katze kümmern. Hallo? Ich wollte schon sagen, geht es noch hier? Muss nicht irgendjemand mal... Achso, ja, sie definitiv nicht. Muss nicht irgendjemand mal arbeiten am Wochenende? In 3 Tagen. Oh Gott, ich hätte nicht so viel Geld ausgeben sollen. In 15 Stunden. Ah, schön. Okay. Sehr gut. Du isst mal deinen Joghurt. Turinga. Nayula. Vipid Palifa. Gribbix. Aha! Du weißt aber schon, dass das dein Bruder ist. Ich hoffe, ich habe das auch eingestellt, dass das ihr Bruder ist. Nicht, dass sie jetzt hier noch Kokett mit ihm hat oder so. Junge, hallo, was ist denn hier schon wieder los? Notfall reparieren. Kann das hier irgendjemand machen? Hallo? Kann ich den selber reparieren? Reparieren. Schnell, reparier den Kühlschrank! Er wechselt die Glühbirne, glaube ich. Nicht, dass du dir einen Stromschlag holst. Da unten ist auch noch Wasser. Sag mal, und du stehst hier so faul drumrum? Achso, du kannst gar nichts machen. Okay, na gut. Okay, mal schauen, ob er das Ganze repariert kriegt. Ich glaube, er hat auch irgendwo mal die Toilette repariert oder so und hat dafür Geschicklichkeit bekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Leute? Ach, ich dachte, ihr geht jetzt ins Bett oder so. Oh, die Katze. Ich finde das so genial. Die liegt da auf dem Tresen, ist am Pennen. Wenn ich jetzt schon einen Screenshot mache, dann aber bestimmt nicht, indem ich ihn da im Hintergrund habe. Das sieht einfach nur total genial aus. Sie geht ins Wasser. Moment, wir verfolgen sie mal so ein bisschen. Ah, sie geht schwimmen. Kann sein, dass sie... Ja, ich wollte gerade sagen, kann sein, dass sie so ein bisschen dehydriert war vielleicht. Ich habe eigentlich immer mal danach geguckt, ob hier eventuell noch andere Fische kommen oder so. Weil es sind irgendwie immer die gleichen. Ich habe mal irgendwo was gehört, dass es wohl hier Delfine geben soll. Aber ich habe bisher noch keinen gefunden, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an anderen Stellen... man da irgendwo... auf Delfine stößt. Ich denke es mal eher nicht, weil die werden ja alle gleich sein. Nehme ich mal an. Also die Stellen hier. Hier ist wieder so eine ja, Tauchstation oder was das ist. Tauchstation ist es, glaube ich. Da ist aber auch nichts los. Also sollte ich mal irgendwo zufälligerweise Delfine finden, werde ich euch auf jeden Fall mit dahin nehmen. Aber, ja, also scheint nicht gerade deren Ambition zu sein. So, was ist denn mit ihm hier? Er ist am Schlafen. Okay, na gut. Was ist denn... Er ist auch am Schlafen. Sag mal, Leute, ihr könnt doch nicht alle schlafen. So geht das aber nicht hier. Oh. Das machen wir mal ganz fix und sicher. Hallo, Katze? Überspielen im Müll belehren. Also so geht das ja nicht, ne? Und danach gehst du dann die Teile plündern und spielst dann selber im Müll. Ja, Sabrina. Oh, nein, nein, das machst du nicht. Böse Katze. Böse Katze. Die Katze denkt sich, nein. Nicht, wenn jemand guckt. Kommt sie? Sie kommt. So, du musst jetzt erstmal ausgemeckert werden hier. Kalu! Dorna Emka! Oh, schöner Boy! Da kannst du motzen, wie du willst, ne? Ich biete einer Katze meine Freundschaft an. Das ist auch nicht schlecht. Okay, ich rede dann auch mal ein bisschen mit der, wenn ich durch bin. Ich streichel die mal ein bisschen. Und dann auch zwischendurch mal, obwohl, kann ich den Müll, den kann ich ja selber wegräumen. Haha.
Sabrina, beruhigen. Wieso beruhigen? Sie ist doch gar nicht aufgebracht. Super, Tuna. Uchi Pichi. Uchima. Kwafika Dapki. Avenue. Freeba. From. Omuf. Shabe Simona Sero. Ganira. Lume Glof Bispa. Freenip. Bratza Funsil. Pinneru Jisapa. Belindi. Ich würde sagen, das machen wir mal ein bisschen schneller, weil die Rede zu lange. Chamaga Gorsoi. Du bist eine gute Katze. Hallo? Achso, das war wegen diesem Simstagram. Kann man das nach unten nicht noch größer machen? Das ist ein bisschen doof. Ah, gut, machen wir es so. Obwohl, doch, Moment. Ah. Ja. Oh, bleib doch mal stehen. Aber ich fotografiere immer durch die Beine durch. Das ist so doof. Egal. Lass mich raus hier. So, irgendwas war jetzt gerade. Ich habe es jetzt wieder nicht mitbekommen. Es war so klar. Das ist noch die Wärme von Sulani. Die Bürsten müssen wir das Tier am besten auch nochmal. So, damit wir auch mal ein bisschen eine Beziehung zur Katze aufbauen. Ne? Wir haben ja, glaube ich, bisher noch gar keine richtige Beziehung. Dann würde ich sagen, danach essen wir noch was. Schnelle Mahlzeit, genau. Und danach legen wir uns dann schlafen. Ich muss aber mal gucken. Irgendeiner muss wirklich mal die Geschicklichkeit verbessern. Weil... eigentlich könnte der Jake das ja machen. Weil der Ben ist eigentlich viel zu sehr damit beschäftigt, mit dem Gitarrespielen üben. Komm, das machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier. Was macht die Katze denn da? Hilfe! Was? Morgana muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ah, nein! Sie hat ja doch einen Job. Scheiße, stimmt ja. Habe ich ja letztes Mal gemacht. Oh Gott. Und sie schläft jetzt an ihren ersten Arbeitstag. Schläft sie jetzt ein oder was? Oh nein. Das habe ich total vergessen. Oh, um 9 Uhr. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Stopp, stopp, stopp. Mach weg, mach weg. Du musst zur Arbeit. Schnell. Ich weiß, du bist total unausgeruht, aber du musst zur Arbeit. Was habe ich denn da? Verkäuferin war es nicht, oder? Ich weiß gar nicht, über was sie jetzt für eine Arbeit hatte. Schon wieder einen Tag her. So, Einzelhandel. Doch, sie ist im Einzelhandel tätig, okay. Stimmt, ich hatte gesagt, sie muss auf jeden Fall... Ach ja, damit sie halbtags arbeiten ging. Deswegen hatte ich den Einzelhandel genommen. Genau, jetzt ist er wach. Ja, dann nimmt er einfach mal so das restliche Essen, auch nicht schlecht. Wir schmeißen dann mal die alten Klamotten hier weg. Aber er sollte auf jeden Fall das Katzenklo mal säubern, weil das geht gar nicht. Aber das ist gut, wenn sie einkaufen, wenn sie arbeiten war, kann ich das direkt da reinwerfen? Nee, das kann ich nur wegwerfen, ne? Okay, wenn sie arbeiten war, dann könnte er nämlich theoretisch... mit dem Geld, ich sehe gerade, aber das ist, glaube ich, jetzt nur von dem Haus hier hinten, das ist, meine ich, mit Boden, eventuell dann gleich noch die Tür kaufen. Also von Geschicklichkeit steht jetzt hier nichts drin, aber wir können mal gucken, wegen Bücher kaufen. Ich meine nämlich, es gab irgendwas mit Geschicklichkeit zum Reparieren und so weiter. Ehrlich gesagt, ich habe es immer einfach so gemacht. Ich habe die reparieren lassen. Die sind dann immer kaputt gegangen. Da. Genau, für 75. Also ist doch recht teuer. Aber wenn wir das noch schaffen würden neben der Tür, dann wäre das natürlich ganz cool. So, was ist mit ihm? Der soll jetzt hier bloß nichts machen. Erbsen essen. Ja gut, Erbsen essen kann er. Das ist in Ordnung. Und er muss auf jeden Fall irgendwas Kostenloses essen. So, und danach...
Junge, hör mal auf mit dem Mist. Er muss hier üben, nicht du. So. Du kannst erstmal... Du hast immer noch nicht das Katzenklo gemacht, oder was? Willst du mich veräppeln? Jetzt leg da nicht wieder ein neues Buch hin. Mach endlich das Katzenklo. Hallo? Danach kannst du von mir aus die Erbsen dann essen. Das ist okay. Dann bist du wenigstens beschäftigt. Irgendwie finde ich, geht der... Er geht nicht nur langsam, er geht sogar durch die Theke durch. Ja, gut, warum auch nicht? Was ist das denn hier widerliches? Ein Haarbüschel. Oh. Obwohl, das kann ich, glaube ich, auch entfernen. Genau, das kann ich auch entfernen. Okay, dann sieht die Wohnung nämlich erstmal wieder sauber aus. Hast du jetzt die Katze gerade mit Erbsen gefüttert? Willst du mich veräppeln? Ernsthaft jetzt? Ja, Erbsen riechen lecker, ich weiß. Das ist so diese typische Katzenhaltung. Morgana hat $132 mit nach Hause gebracht. Sehr gut. Außerdem ist sie, keine Ahnung, ich konnte es nicht mehr lesen. Außerdem hat sie tolle Arbeit geleistet. Oh, und das, obwohl sie so müde war. Okay. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, investieren wir das Geld mal direkt wieder. So völlig sinnlos. Nein, okay, sinnlos nicht. Die sollen ja nach draußen kommen. Obwohl, ich glaube, das reichte noch nicht aus für eine Doppeltür, oder wie war das? Doch, für die Schiebetür, genau. Ach, da brauchte ich nur 50 für, genau. Ah, perfekt. Aber, Moment, das sind die... ja, das ist geil. Kommt die denn überhaupt wieder rein? Weil das ist irgendwie so mit diesen Schiebedingen. Ich mache es auf jeden Fall mal rein. So, sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Dann können die sich jetzt auch noch draußen setzen und die Sonne und das Meer genießen. Und dann kaufen wir mal eben schnell noch das Buch. Ja, nicht Geige. Geschicklichkeit. Tut mir leid, wenn die Katze jetzt eventuell Hunger muss. Aber wir brauchen dieses Buch. So, und du liest jetzt auf jeden Fall das Buch mit über Geschicklichkeit, damit du auch reparieren kannst. Ja, vergiss das. Das Buch brauchst du nicht. Du musst Geschicklichkeit lernen, Junge. Komm, zackig. So, sehr schön. Dieser Groove, den ich gerade gehört habe, der war auch sehr schön. Yeah. Aber er muss auf jeden Fall noch mal weiter üben. So viel ist klar. Aber er groovt schon. Yeah. Also es hört sich noch ein bisschen seltsam an irgendwie. Aber es wird immer besser, Morgana. Ich dachte, du bist schon längst zu Hause. Warum kommst du jetzt erst rein? Und warum bist du noch nicht umgezogen? Ist das dein Ernst? Hä? Ach so, ich... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, die hat doch die Blase jetzt hier total. Ja, ich würde sagen, wir lassen die jetzt erstmal schlafen. Aber wir spulen das jetzt mal ein bisschen weiter, weil im Moment können wir natürlich nicht allzu viel machen. Er soll allerdings das Level erstmal höher kriegen, dass die Geschicklichkeit etwas höher ist. Ach, was haben wir denn hier schon wieder? Das können wir aber direkt wegwerfen. Okay. Da sind keine Teile oder so drin. Oh ja, die Katze, die kann sich ja dahin. Das ist irgendwie süß hier. Das ist in Ordnung. Aber wenn die ja auf den Tresen springt, das ist so grenzwertig, sage ich mal. Du sollst nicht mit dem reden. Also du sollst nicht mit dem reden. Das hört sich so nett an irgendwie, ne? Ich würde sagen, ich speichere jetzt mal kurz ab. Und ja, werde dann in der nächsten Folge mal gucken, dass wir eventuell nochmal was angeln gehen mit ihm. Weil er ja gerade eh nichts zu tun hat. Und eventuell auch eine schöne Schwimmstelle finden. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.